Ist da Herr Körber schon angereist? Da Herr Körber? Der Bundestagsabgeordnete und Pornostar. Wollen nicht mit uns reden. Ist da Herr Körber schon angereist? Da Herr Körber, ist der schon angereist? Unser Mann im Bundestag? Der Herr Körber lässt sich wohl heute neu aufstellen, oder? Ja. Ha? Und stimmen Sie dafür ja? Ich weiß es nicht. Er hat doch im Pornofilm mitgespielt, ne? Ach so. Ja, wussten Sie wohl noch gar nicht? Nee. Er hat im Pornofilm mitgespielt, der Herr Körber. So. Ich weiß nicht, ob das für die CDU jetzt so... Das müssen Sie mal anschauen. Also ja? Das ist doch keine Qualität. Fragen Sie einfach, es ist kein Scherz jetzt übrigens. Ja. Fragen Sie einfach mal drin, ob das stimmt. Ne? Und ja. Da wird der Herr Körber Ihnen das sagen. Ne? Ja. Oder er wird Sie anlügen, das kann natürlich auch sein. Er ist ja schon mal 2012 ist er ja erpresst worden wegen so einer Geschichte. Ja. Und da aber ist jetzt noch ein anderer Pornofilm aufgetaucht, wo er auch mitspielt. Ne? Weiß nicht, ob das für die CDU jetzt so gut ist. Ich würde eher sagen, nicht. Ne? Fragen Sie einfach mal, lassen Sie sich erklären. Ne? Also sollte man schon wissen, wen man da im Bundestag verhilft. Ne? Schönes Wochenende noch. Ist der Herr Körber schon angereist, unser Mann im Bundestag? Unser Pornodarsteller. Unser Mann im Bundestag und Pornodarsteller Carsten Körber. Vom Kreisverband Zwickau. Der unsere Region vertritt. Das ist diese Qualität. Stimmen Sie heute ja für den? Scheint hier drin zu sein. Ist der Herr Körber schon angereist? Der Herr Körber, ist der schon angereist? Nein, unser Mann im Bundestag? Der Pornodarsteller Carsten Körber? Ist der Herr Körber heute schon angereist? Unser Mann im Bundestag? Der Herr Körber, ist der schon angereist? Ist der Herr Körber schon angereist? Dann gehen Sie am besten rein, würde ich sagen. Ja? Gehen Sie am besten rein, wenn Sie nicht drauf wollen. Ne? Ist der Herr Körber heute schon angereist? Der Pornodarsteller Carsten Körber? Den habt ihr gewählt, diesen Pornodarsteller. Der Pornodarsteller und Bundestagsabgeordnete Carsten Körber? Diese Qualifikation. Oh, nimmt gleich einen Hintereingang. Nimmt einen Hintereingang. Das ist zu. Hier lang geht's zur CDU. Hier vorne. Ach, der alte Sendriller. Der Carsten Körber ist ja schon angereist heute. Unser Mann im Bundestag und Pornodarsteller Carsten Körber. Kann ich nicht so. Den Pornodarsteller, den Sie heute vielleicht wieder in den Bundestag reinbringen. Finden Sie das gut, wenn Pornodarsteller die CDU der Region vertreten? Ist der Herr Körber schon angereist? Stimmen Sie heute ja von Herrn Körber? Ah, der ist Pornodarsteller, das wussten Sie, ne? Wissen Sie, dass der Herr Körber Pornodarsteller ist? Der Herr Körber ist Pornodarsteller. Nee, da fragen Sie mal Herrn Körber, ob er schon mal einen Pornofilm mitgespielt hat. Ist der Herr Körber schon angereist? Der Herr Körber ist ja schon angereist. Wen filmen Sie eigentlich gerade? Ja? Aber mich müssen Sie mit aufnehmen. Bitte, wenn Sie dann alle, ist der Herr Körber schon angereist? Was hat Sie mal noch gefragt, bitte? Ob Sie wissen, dass der Herr Körber im Pornofilm mitgespielt hat? Wie bitte, was hatten Sie mal noch gefragt? Was hatten Sie für Fragen? Mann, das hab ich Ihnen doch gerade gesagt. Ob Sie das in Ordnung finden, wenn ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Das ist die einzige Qualifikation. Offensichtlich die einzige. Ja, deswegen tun Sie mit.
Ist Herr Körber heute schon angereist, wissen Sie das? Das ist immer nur noch die Frage, bitte. Ja, wird man eigentlich nur als Taubstummer von der CDU aufgenommen oder noch? Oder wie ist das? Wenn du mich irgendwo veröffentlicht, kriegst du jemand einen Hals. Oh, Sie wollen mir aber jetzt nicht drohen, oder? Doch, das ist so. Ja? Ich wüsste ja nicht, seit wann wir partout sind. Geh mal weg hier. Ich bin der Hauptplatz für alles gegangen. Sind die Blumen von Herrn Körber? Für diesen Pornodarsteller. Von Pornodarsteller Herr Körber? Das ist diese Qualifikation für den Bundestag. Finden Sie das in Ordnung, dass ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Das ist moralisch sehr verwerflich. Ist das in Ordnung für die CDU? Offenbar doch. Ist der Herr Körber heute schon angereist? Finden Sie das gut, dass der an frauenverachtenden Filmen mitspielt? Ist der Herr Körber heute schon angereist? Finden Sie das in Ordnung, dass der in frauenverachtenden Filmen mitspielt? Was sagen Sie als Frau dazu? Oh, Herr Körber, da geht's aber in die andere Richtung. Herr Körber geht in die falsche Richtung. Weiß ich nicht. Oh ja, sind Sie es, Herr Seidel? Ach, der Herr Seidel, ja, ja. Ist es. Sie haben abgenommen, ne? Also, das ist... Wirklich, Kompliment. Also... Jetzt kommt die Prominenz. Haben Sie unseren Herrn Körber mitgebracht, unseren Mann im Bundestag? Den frauenverachtenden Filmen. Den Pornodarsteller Carsten Körber, haben Sie den mitgebracht? Ja, der wird heute gewählt. Weil der ist so ein bisschen klein, da übersieht man den manchmal. Ach, Herr Körber, was ist er doch? Hätten wir Sie doch fast übersehen. Herr Körber, was macht die Pornokarriere? Herr Körber, wollen Sie nicht mit uns sprechen? Diesen frauenverachtenden Filmen. Finden Sie das richtig, dass Sie in frauenverachtenden Filmen mitspielen, Herr Körber? Herr Körber! Ach, die sehen gerade, die sind oben. Herr Körber ist jetzt drin, ne? Warum lasst die Tür nicht auf? Da ist doch viel bessere Luft gleich drin, jetzt wo der Herr Körber da ist. Ja. Wahrscheinlich werden Filme gedreht wieder. Ja, oder? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Habt ihr ja einen Fachmann dabei. Oh, hat sogar die Tür offen gelassen. Herr Müller, sind Sie das? Sind Sie das, Herr Müller? Ja. Der Herr Körber, ist der heute schon angereist? Keine Ahnung. Ja? Da haben wir einen Pornofilm mitgespielt, ne? Wissen Sie das? Das ist kein Scherz. Das ist wirklich kein Scherz. Sollen Sie mal heute fragen? Ich habe Ihnen ja gesagt, also sollen wir es mal zeigen. Ich will mal sehen. Frauen verachten. Durch und durch. Fragen Sie einfach. Und dann würde er Ihnen entweder die Wahrheit sagen oder so anlügen. Aber das merkt man ja. Wenn das würde eher bei so einer Nominierung besser nicht. Also das muss aber, sag ich mal, ist ja nicht im Interesse der Partei, wenn ein Pornodarsteller im Bundestag befördert wird. Also das würde ich jetzt, ist meine Meinung, jetzt unabhängig, was ich von der CDU halte. Ja. Deswegen, weil uns so niemand geantwortet hat, befremdet mich jetzt ein bisschen, weil es ist ja auch Information. Ja, die Leute, die wir ja, haben wir gefragt, und es gibt niemand Antwort. Auf aber Körper, Herr, ne? Das ist der und normalerweise ist es doch sinnvoll, wenn man eine Information weitergibt, ne? Dass die Leute wissen, nee, mit wem es zu tun hat. Ich bin da ganz bei Ihnen. Genau. Ja. Schön. Ich werde ihn auch nicht wählen, wenn das stimmt. Fragen Sie am besten.
Nee, man ist ja nicht hier, um bloß Nahe zu sagen. Richtig. Ja, deswegen bin ich hier gekommen. Alles klar. Gehen Sie rein, der Körper ist schon drin. Im ersten Stock findet es statt. Ja. Damit Sie es auch finden. Finden Sie das richtig, dass Bundestagsabgeordneter einen Pornofilm mitspielt? In frauenverachtenden Pornofilm? Haben Sie da keine Meinung dazu? Wie finden Sie das eigentlich, dass ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Frau Luther. Was haben Sie da für eine Meinung als Frau dazu? Geben Sie Antwort, Frau Luther. Geben Sie Antwort. Das war die Empfehlung von Ihrem Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Ja. Er hat den Pornodarsteller doch zu seinem Thronfolger gemacht. Wollen Sie dazu nichts sagen? Ach ja, Sie sind doch der aus der Bild-Zeitung, ne? Bobby Hitler. Springmühe, finden Sie das gut, dass ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Also ich finde das zum Lachen, hä? Frauenverachtende Filme, finden Sie das lustig? Euer Pornodarsteller ist schon da. Finden Sie das in Ordnung, dass ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Was sagen Sie als Frau eigentlich dazu? Entscheiden Sie sich heute für den Pornodarsteller Carsten Körber, der einen frauenverachtenden Film mitspielt? Finden Sie das richtig, wenn so jemand die CDU der Region vertritt? Was denn? Wollen Sie was dazu sagen? Haben Sie eine Meinungsäußerung? Sie wollen wohl Ihre Meinung äußern dazu? Warum nicht? Nee, finden Sie das in Ordnung, dass ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Wissen Sie, wie viele junge Menschen auch schon kleine Fehler gemacht haben? Und Sie bestimmt auch. Kleine Fehler? Ihre Weste ist auch nicht sauber. Also ich wüsste nicht, dass ich im Bundestag sitze. Glaube ich nicht. Ne? Also Sie finden das in Ordnung, wenn ein Pornodarsteller die CDU der Region vertritt im Bundestag. Finden Sie in Ordnung? Was soll man da eigentlich von Ihrer Partei halten? Was soll man da eigentlich von Ihrer Partei noch halten? Welche Partei sind Sie denn? Ja, ich bin in keiner Partei. Keiner Partei, ne dann. Das ist anscheinend die Qualifikation. Wollen Sie auch zum Carsten Körber? Bitte? Wollen Sie auch zum Carsten Körber? Fotografieren kriegen Sie Ärger. Ja, mit Ihnen? Ja, richtig. Ja? Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Ja, die scheiß Umleitung ist wirklich nicht schön, ja. Ne? Finden Sie das in Ordnung, wenn ein Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Ihr seid nicht so mit Öffentlichkeitsarbeit, ne? Habt ihr es nicht so, ne? Anscheinend nicht. Wollen Sie heute auch zum Carsten Körber? Zu unserem Pornodarsteller im Bundestag? Der die frauenverachtenden Filme dreht. Was aber Ihre Parteifreundinnen ganz okay finden, wie wir heute erfahren haben. Ja. Was sagen Sie eigentlich dazu, dass ein Pornodarsteller bei Ihnen im Bundestag sitzt, für Sie, und Sie dort vertritt? Finden Sie das gut für eine ehemals christliche Partei? Passt nicht so zusammen, ne? Da sind wir einer Meinung. Schön, dass sich endlich mal jemand äußert hier. Das ist wirklich sehr selten bei Ihrer Partei. Was man allerdings verstehen kann, so wie die sich gerade selbst demontiert. Wie bitte? Was sagten Sie? Der Körper ist im ersten Stock oben. Stimmen Sie heute für den? Ist eigentlich der Pornodarsteller Carsten Körber Ihr Kandidat? Ja. Was sagt sie gerade? Sagt sie gerade Idioten?
Ach, der Herr Freund ist das doch. Unser Freund, Herr Freund. Ja? Ich wusste gar nicht, dass Sie Mitglied in der CDU sind. Finden Sie das aber mal, Sie als Zeitgenosse, finden Sie das richtig, wenn Pornodarsteller im Bundestag sitzt? Ein Pornodarsteller, ja. Ja, die menschenverachtenden, frauenverachtenden Filme drehen. Sie finden das noch lustig, Sie sind moralisch verrottet. Aber das wussten wir auch schon vorher. Moralisch verrottet. Wann geht's denn los, die große CDU-Party? Ist es nicht schon um 10? Oder passt Pünktlichkeit jetzt nicht mehr zu Ihrem bunten Image? Kirchdörfer ist. Sind Sie der Herr Kirchdörfer? Herr Kirchdörfer, sind Sie das? Der für die Finanzämter der Stadt Zwickau verantwortlich war. Was sagen Sie eigentlich zu unserem Bundestagskandidaten hier, zu künftigen vielleicht? Zu unserem Pornokasten? Marxismus-Leninismus-Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Zwickau. Aber wie man sieht, ist man flexibel heutzutage, ne? Ja. Sind Sie auch so flexibel, dass Sie einen Pornodarsteller im Bundestag gut finden? Keine Probleme. Nee, heutzutage ist ja eh alles eins, ne? In der Einheitspartei der BRD spielt das alles nicht mehr so die Rolle. Die sehen doch so richtig nach Junge Union aus, ja. Ach nee, das ist der Bürgermeister von Nee, das ist der Bürgermeister von Werdau. Der Bürgermeister von Werdau sieht ein bisschen wie Junge Union aus. Und der Herr Löffler ist das, ne? Oh, finden Sie das jugendlich, wenn der Pornodarsteller Ihre Partei im Bundestag vertritt? Der Kreisverband. Finden Sie das in Ordnung? Freuen Sie sich. Woran ich das festmache, das wissen doch Sie am besten. Herr Löffler, das wissen doch Sie. Entscheiden Sie sich heute für den Herrn Körber? Ich habe mit ihm gesprochen. Nee, ich dachte jetzt hier, der Herr Czarnicki kommt jetzt so aggressiv. Ja, muss man beim Herrn Czarnicki, habe ich gehört, muss man da aufpassen. Das sind Alfschneider, da gibt es eine CDU-Zeitung vom Land, da steht eine Gülle drin. Dann lasst euch doch wählen. Da kannst du auch Gülle reinschreiben. Bin ich doch schon drüber. Ja? Ich hab eine Alfschneider. Also Sie haben den jetzt gefragt? Ja, hab ihn gefragt. Und er hat gesagt, er hat nicht im Pornofilm mitgespielt? Er hat gesagt, eine Fälschung im Netz. Eine Fälschung im Netz. Gut. Und da das ja offensichtlich am Donnerstag auch schon so festgestellt worden ist. Von wem? Donnerstag von wem? Im Stadtrat. Im Stadtrat? Nee. In welcher Stadt? Sie haben doch gefilmt am Donnerstag in Zwickau. Was hat denn das jetzt mit dem Pornofilm zu tun? Da ist doch gesagt worden, dass Sie Fälschungen ins Netz stellen. Das haben wir auch mal gesagt. Das ist von jemandem behauptet worden, ja. Ja, gut. Verstehe nicht ganz, was das jetzt mit dem Pornofilm zu tun hat. Den habe ich doch nicht erstellt. Weil ich mache keine Pornofilme. Weil Körper sagt, das ist eine Fälschung. Das ist eine Fälschung. Also wenn er das gesagt hat, dann werden wir der Sache mal ganz intensiv nachgehen. Ja. Und wir werden Sie auch informieren. Weil Sie haben ja gesagt, Sie haben Interesse. Ich bin ja daran interessiert, dass Sie hier den... Ja, das finde ich in Ordnung von Ihnen. Ja? Und dann werden wir Sie auch informieren. Ja, also es ist eine Fälschung, sagt der Herr Körber. Das ist natürlich hochinteressant. Der Herr Körber ist ja auch mit so einer Geschichte schon mal erpresst worden. Das ist ja amtlich. Das ist bekannt. 2012. Ne? Ja, der Pornofilm hat aber nichts mit der Sache zu tun. Haben wir auch ehrlich zugegeben. Zwei Pornofilme haben wir noch. Also wir werden kaum so dumm, so eine Behauptung hier aufzustellen, wenn wir sie nicht belegen könnten. Ne? Das müssen Sie mal einsehen, dass meine E-Mail-Adresse... Nee, weil das ist Verbreitung pornografischer Schriften. Geben wir Ihnen eine Kopie so. Ja, gut. Ne? Das ist sehr dumm von uns wäre, wenn wir jetzt so eine Behauptung aufstellen, die wir nicht belegen können. 10 Minuten später eine Anzeige. Das ist extrem dumm. 10 Minuten, ne? Also, 10 Minuten später. Kann man uns jetzt für so dumm halten oder nicht? Ne? Wollen Sie auch noch zum Herrn Körber? Ersten Stock ist er. Wie finden Sie eigentlich die Filme, die so vom Herrn Körber kursieren? Wollen Sie heute auch zum Herrn Körber?
Finden Sie das richtig, dass die CDU einen Pornodarsteller im Bundestag vertritt? Was sagen Sie als Frau da eigentlich dazu? Zu den Frauen nichts? Mit nicht ein schwarzes Schaf dabei. Das sind doch nur schwarze Schafe. Oder das sind nur schwarze. Also, ja, so, schwarze Köpfe. Die sind eher so im Graubereich alle. Ne? Das ist ganz schön schmutzig. Das ist der Karstenkörper, der Kleine. Der Kleine hier? Also, ach ja, das ist ganz Kleine, wo man fast drüber stolpert. Ne? Das könnte natürlich sein. Ne? Das ist der Karstenkörper. Der Karsten? Karsten? Karsten! Möchtest du nochmal einen Bundestag, Karsten? Tja, der Karsten möchte nicht mit uns reden.